Hi Leute, heute geht es mal nicht um Longboards, sondern um ein kleines Projekt, das ich mir vorgenommen hatte, nämlich eine Aquaponik-Anlage. Da werden wir jetzt gleich mal hingehen und was das ist, das seht ihr dann ja. Bis gleich. Ich habe hier mein Aquarium, das steht schon ja, anderthalbes Jahr circa. Habe ich aufgerüstet oder umgebaut für Aquaponik. Habe hier ein Holzgestell gebaut. Oben ist dann der Tank, sag ich mal, für die Pflanzen drin. Hier haben wir eine Tauchpumpe. Und über diese Tauchpumpe hier unten, sieht man, wo der blaue Filter dran ist, wird also Wasser nach oben gepumpt, kommt dann hier aus dem Schlauch raus und geht dann ins Becken rein. Der Wasserstand steigt und kann dann hier wieder abfließen. Hier vorne, wo der blaue Ring außenrum ist, fließt dann wieder ab und hinten den Ablauf, was man noch sieht, links in der Ecke, das ist der Notablauf, falls mal irgendwie was verstopft sein sollte oder was weiß ich, kann das Wasser dann da noch abfließen. Das ist dann hier der Ausgang vom Notablauf und der normale Überlauf vom Wasser geht hier in den Außenfilter, hier von Eheim. Den Außenfilter habe ich deswegen zusätzlich noch dran, weil dieses Tauchpumpensystem, das ist ja eine Pumpe hier von, was normal für Zimmerbrunnen ist, das hat also nicht genug Wasserumwälzung hier, um das Wasser ordentlich zu filtern. Ja, Fische haben wir hier, Endlergubbis drin, ein Zwergpanzerwels und zwei Antennenwälze sind hier drin. Ja, oben das ist praktisch eine Lampe, wie man sie eben auch auf Aquarien dran machen kann. Hier einfach ans Becken habe ich hier an die Holzplatte gemacht. Pflanzen haben wir hier. Das ist roter Paprika, gelber Paprika und hier vorne Knobigras. Ja, das Ganze ist eben hier in diesem Bleton-Granulat drin, was dann das Wasser speichert. Ja, laufen du das Ganze hier über diese Zeitschaltuhren analoge. Da fehlt jetzt noch die dritte, die dann praktisch den Außenfilter steuert. Den habe ich jetzt momentan mal so eingestellt, weil ich noch die ganze Zeit von den einzelnen Systemen erst einstellen muss, denn das Ganze ist erst heute komplett fertig geworden. Ja, der Wasserstand sinkt dann natürlich. Wenn wir jetzt hier mal den Außenfilter abstecken, mal gucken, ob ich das jetzt hier mit einer Hand hinkriege. Jawohl. So, dann stecken wir mal die Pumpe an und dann sehen wir hier schon, wenn man es gesehen hat, dass jetzt hier sich das Becken ganz langsam füllt. Ja, das dauert einige Zeit. Das sind dann nur circa 2,5 Liter. Was das Becken hier fasst, bevor es überläuft. Und ja, man hat ja dann hier, wenn praktisch der Filter ausgeschaltet wird, oder der Filter, sag ich, die Pumpe, dann haben wir ja hier noch Wasser drin stehen und das Ganze läuft zurück, was bewirkt, dass der Tank hier oben restlos leer gesogen wird. Es bleibt dann, also wenn die Pumpe abgeschalten ist, hier oben kein Wasser stehen und die Pflanzen haben dann nur noch
in Anführungszeichen, das Wasser zur Verfügung, was gespeichert ist im Tongranulat. Wenn der Tank voll ist, wie gesagt, läuft es hier über und läuft in den Außenfilter und von da dann zurück ins Becken. Ja, was macht das Ganze überhaupt für Sinn? Kann man sich fragen. Ja, der Sinn ist schnell erklärt. Die Fische düngen durch ihre Ausscheidungen die Pflanzen. Das ist im Prinzip der ganze Sinn dahinter. Ja, muss ich natürlich hier nicht kümmern, wenn das ganze System einmal programmiert ist, gießt sich das Ganze von allein. Licht kommt hier von der Lampe, weil wir einfach zu weit vom Fenster weg sind. Das würde nicht ausreichen für ein vernünftiges Wachstum. Ja, der ganze Rahmen ist hier aus Holz gebaut, anschließend lasiert. Oben auch nochmal zwei aufrechte Holzplatte dazwischen, damit man dann die Lampe befestigen konnte. Ja, das Ganze ist eben konstruiert für dieses Becken. Sieht, das passt hier genau drauf. Früher war hier mal ein Deckel drauf, wo dann die Lampe drin war. Das ist also alles weggekommen, weil da die LED-Beleuchtung, was da drin war, sowieso defekt war. Und auch der Filter war nicht mehr so toll. Und gut, dann wurde das Ganze ersetzt. Ja, und da ich zufällig mal auf Aquaponik gestoßen bin, dachte mir, jawohl, dann bauen wir da eine Aquaponik-Anlage draus. Ja, jetzt sieht man schon, das Wasser ist jetzt hier schon gestiegen. Ja, die Anschlüsse sind mit Aquariumsilikon abgedichtet, damit das Ganze natürlich auch dicht ist. Ja, Notablauf ist eben auch wichtig, meiner Meinung nach. Wir wollen ja hier nichts unter Wasser setzen. Naja. Und was natürlich zu beachten ist, dass natürlich die Pumpe so eingestellt wird, dass sie nicht mehr leistet, als ablaufen kann. Also es darf nicht mehr Wasser hochgepumpt werden, als durch den Ablauf zurückfließen kann, sonst habt ihr ein kleines Problem. Und dann braucht ihr wirklich den Notablauf. Das ist natürlich wichtig. Also diese Komponenten müssen schon zusammenpassen. Auch die Beckengröße und Anzahl der Fische sollte mit den Pflanzen etwas harmonieren. Gut, ob das jetzt hier alles so passt, das wird die Zeit zeigen. Bis jetzt bin ich ganz zuversichtlich, läuft alles ganz gut. Man sieht natürlich jetzt auch hier, habe ich jetzt fast vergessen, dass natürlich der Wasserstand jetzt viel niedriger ist, als wenn die Pflanzenpumpe, nenne ich sie jetzt mal, ausgeschalten ist. Denn das Wasser, was hier im Becken war vorher, das befindet sich ja jetzt oben im Pflanzentank und ernährt dort die Pflanzen. Zudem, also hier der Ablauf ist ja hier an der einen Seite, beziehungsweise der Einlauf ist ja hier, der Ablauf ist an der anderen Seite. Man sieht, man hat hier eine eher geringe Strömung und der Ablauf ist ja hier erhöht. Das heißt, es setzen sich auch hier dann irgendwelche Schwebeteilchen und so, die setzen sich dann natürlich hier auch im Tank ab, was auch nochmal eine Filterwirkung natürlich hat. Und ja, den kann man dann natürlich von Zeit zu Zeit dann auch reinigen und die Pflanzen können hier wunderbar ihre Nährstoffe draus ziehen. Und dann gucken wir mal, wenn wir die hier ernten können. Ja, jetzt wollte ich bloß noch mal kurz zeigen, das Wasser ist jetzt hier im Becken so, dass es also aus dem Überlauf wieder rauskommt und wir sehen, okay, es läuft hier durch den Ablauf in den Außenfilter, läuft dann hier nochmal durch den Filterschwamm
wo ja auch das Wasser vom Außenfilter gefiltert wird und dann hier zurück ins Becken. Hat natürlich hier einen langen Weg, das heißt gute Sauerstoffanreicherung vom Wasser für die Fische. Man sieht auch, das läuft so richtig, schlingelt sich hier den Schlauch entlang runter. Schöne Sache. So, das soll es aber jetzt wirklich gewesen sein für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.